Bist du wo? An der Flöha. Im Westerzgebirge. Ja. Da drüben ist es Osterzgebirge, ja, auf der anderen Seite. Aber das ist auch Quatsch. Jeder Ort spricht anders. Jeder Ort spricht anders. Manche sprechen so, dass man es gar nicht mal versteht. Und wir gehen jetzt über diesen braunen Fluss. Redet man dann anders? Und dann müssen wir anders reden. Ja, da können wir Politiker sein. Dann. Wir gehen jetzt über die Flöhe, Sigrid. Wir gehen jetzt erstmal über die Flöhe. Und dann reden wir anders. Dann reden wir anders. Ja, reden wir anders. Dann werden wir politisch. Itze. Jetzt ist die Mitte erreicht. Ja, puh, das mache ich gar nicht mehr. Jetzt müssen wir uns diesen Freiberger Dialekt mal aneignen. Oh, wie reden die Freiberger? Hier kommen Autos mit FG. Und drüben, das waren die Autos mit Erz. Und das ist eine alte Mühle. Oh, ein Krach ist das hier. Hörst du das? Hinterm Wehrmacht der Fluss ganz schöne Geräusche. Wehrmacht. Der Fluss macht. Wehrmacht, ja, das ist eine schwarze Sache, die Wehrmacht. Ja, wieder diese Sprache wieder in Deutschland. Schlimm. Und sieh mal im Winde. Naja, hier ist zwar auch noch Winde, aber nicht mehr so stark wie nebenan. Hier muss bessere Energie sein. Ja, hier wo ist gute viel Energie. Wind ist, sagt man, ist schlechte Energie. Wo weniger ist, ist die Energie besser. Siehe ja. Tesla. Wenn wir universell denken wollen, müssen wir Energiefrequenzen und Schwingungen denken. Und was hat Schauberger gesagt? Wir bewegen uns falsch mit unserer Explosionstechnik. Ihr bewegt falsch, hat er ja, gesagt. Ja, muss mit Implosionstechnik machen, wie Kescher vielleicht. Ja? Der Herr Kesch, der hat auch noch nicht so richtig sein Wissen freigegeben. Apropos Energie, hier ist viel Energie, Strom und da hinten wackelt noch ein Rad, ein Windrad und von oben kommt die Sonnenenergie. Licht, du bist ein Lichtwesen. Ja, ich bin aus Wasser, die 80% vielleicht nur 60%. Wasser. Ich bin aus Wasser. Was er noch wissen wollte, wo sind wir denn überhaupt? Naja, wo denn? Im Erzgebirge, ja, das weiß ich. In Stolzenhain. In Stolzenhain. Ein stolzer Ort im Erzgebirge. Bei Wünschendorf. Bocker Lengefeld. Ja, ist gut. Reicht nun. Reicht. Guck, hier ist auch Wasser. Und übrigens, die da hat mir mal ein Österreicher erklärt. Bis zum 4.5. Lebensjahr kommuniziert der Mensch mit dem Wasser, wo er geboren wurde. Und so kommt auch die Beziehung zur Heimat zustande. Hat mir mal ein Österreicher erklärt. Erzgebirge, wie bist du Ski?